Nee, wirklich. Ich freue mich, dass wir hier reingekommen sind, weil ich kannst du wiederholen. Das Ding steht schon Ewigkeiten, seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Oh, hier kommen. Nein, guckt euch das mal bitte an. Ist das heftig? Spielekarten, Formel-1-Autos, alles schön fein säuberlich hingelegt und sortiert. Ein riesengroßer Tresen. Wir gehen gleich nach hinten. Ich wollte euch bloß von hier zeigen. Und da hinten kommt der spektakuläre Teil. Das ist so heftig, Freunde. Ich hoffe, ich kann das auf Kamera rüberbringen. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Film auf diesem Kanal. Eingang sehr, sehr schwierig, nicht mehr da, wo mal vorgegeben. Ja, wir sind reingekommen. Die Freude ist riesig bei uns. Ich bin mit einer lieben Freundin und Fotografen unterwegs, die schon, ich glaube, sie ist schon fleißig bei, weil wir haben ein sehr, 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 sehr interessantes Objekt für euch. Ein wirklich sehr, sehr interessantes und spannendes Objekt. Ihr kennt das, nicht lang schnacken. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich freue mich so, dass es geklappt hat. Kommt einfach mal mit. So, dann wollen wir das ganze Ding mal erkunden. Ich kann euch versprechen, das Ding wird spektakulär. Sowas habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Gut, erstmal sieht es aus wie ein ganz normales Hotel. Es handelt sich hierbei auch um ein Hotel-Motel höchstwahrscheinlich. Und wie man schon erkennen kann, das Ding ist komplett eingerichtet. Aber wartet ab, es ist nicht irgendwie nur ein Hotel, Motel, keine Ahnung was, wo einfach nur Betten drin sind. Und vielleicht ein Restaurant und die Großküche, sondern das Spektakuläre werde ich euch noch zeigen. Das ist genial, Freunde. Aber wir gehen erstmal überall schön durch, fangen ganz von vorne an. Ich muss mich wirklich beruhigen, weil dieses Ding steht schon ewig auf meiner Liste und endlich haben wir es geschafft. Wir sind Stunden dafür gefahren, genau 8,5 Stunden jetzt und haben die Chance auch gleich genutzt, und geguckt, ob es einen Eingang gibt, und es gibt einen Eingang und wir sind drin. So, hier war ein behindertengerechtes WC. Ja, so, und dass es verlassen ist, weil viele wieder sagen werden, wenn wir nachher in die spektakulären Räume kommen, hier, Tiercode, das kann nicht verlassen sein, kein Staubkorn, weil hier auch die Betten noch so schön gemacht sind und alles. Radiowecker deutet ja auf 90er hin, ne, 90er, 2000er. Das Ding ist verlassen. Das ist lost. Und da sagen wir jetzt endlich mal den neuen Spruch. Heute wird's lustig. Oh, das sind aber richtig geräumig. Na gut, wenn es ja, ihr wisst, was ich meine. Ich finde, was habe ich denn eben gerade gesagt? Hier, entspann dich doch mal. Jetzt entspann dich doch mal wirklich wieder. Nee, wirklich, ich freue mich, dass wir hier reingekommen sind, weil, kannst du wiederholen, das Ding steht schon Ewigkeiten, seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Hier auch wieder. Aber es sieht eher aus, wie, als wenn da einer rübergelatscht ist, ne? Und wir haben die Hoffnung schon aufgegeben, nicht aufgegeben, aber der Eingang, der uns gesagt wurde, ist leider zu oder vielleicht zum Glück. Deswegen sieht es hier auch noch so aus. Also ein behindertengerechtes WC, jetzt fällt es noch wieder auf. Ja, aber wenn man lang genug guckt und auch mal an Stellen, wo man nicht vermutet, Freunde, hat man ab und zu mal auch Glück. Ne? Wenn zu, dann zu natürlich. Hier geht es hoch, da gehen wir später hoch. Aber heute ist das Glück auf unserer Seite. Bis jetzt noch. Ja. Das Spannende hierbei ist, und hier ist es wieder, kein Staubkorn. Ne? Hier seht ihr ein bisschen Dreck auf dem Fußboden. Aber hier würden wieder alle sagen, nee, das ist doch nicht verlassen. Ne? Und hier, ja, deutet doch darauf hin, dass hier Tiere nächtigen. Hier ist sogar noch die Speisekarte, die will ich nicht so groß einblenden. Ich blende erstmal in die andere Richtung. Steht das da drauf? Ja, das steht da drauf. Okay, Freunde, ich weiß, worum es sich handelt. Dazu mache ich mal den Kameraschwenk. Dann könnt ihr mal mein hübsches Antlitz ertragen. Herzlich willkommen. Ja,
Ausflugs-Saunabereich, Fitnessraum. Freunde, Freunde, das kann heftig werden. Das kann nur heftig werden. Ja, wechsel doch mal alles durch, Jäger. Angeber mag hier keiner. Außer die Kamera, das wäre nicht gedreht, ne? Taschenlampe funktioniert, haben wir ja nur gesehen. Auch wie geräumig die Zimmer waren. Gut, behindertengerecht, ne? Guck mal, hier hängt sogar noch, hier hängen sogar noch die Handtücher. Wahnsinn, ey. Und kein Vandalismus, nichts besprüht. Das sage ich so oft, ne? Ich versuche es nicht zu oft zu sagen. Kleiderschrank noch drin, ne? Nichts kaputt gedäbert. So wie wir es lieben, wir Urbexer, ne? Geil. Weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo meine Urbex-Begleitung ist. Schauen wir einfach mal. Oh, hier kommen wir. Nein, guckt euch das mal bitte an. Hier kommen wir in die Groß. Oh, ich sehe schon wieder was, was ihr nicht sehen könnt. Hier ist ja noch alles vorhanden. Großküche. Okay, die Beauty-Shots können wir nachher machen. Was ist das denn hier? Gastronomiebedarf, ja, das weiß ich. Okay, aber hier steht noch alles. Ich hoffe, wir kriegen raus, seit wann das schon verlassen ist. Aber Freunde, guckt euch mal bitte um hier. Hier ist noch alles vorhanden. Sehr geil. Und wir sind ja noch nicht mal im spektakulärsten Teil. Die Werte, die hier rumstehen, ne? Vielleicht damals, vielleicht jetzt nicht mehr, ich weiß es nicht. Also Spülstrecke dort hinten. Wieso, ne? Komm, heute ist der letzte Tag. Ja, räumt mal auf, macht mal sauber. Aber wie sauber das hier auch ist, wirklich. Da kommt man wirklich denken, das ist hier noch nicht lange verlassen. Das ist so ein spektakulärer Ort. Oh, guck mal da hinten durch. Ach Quatsch, hier ist noch ein Büro. Aber hier hat man einiges rausgeräumt. So leer stelle ich mir ein Büro nicht. Nein, das muss ich pixeln. Hier sind Bilder von sämtlichen Veranstaltungen. Hier wurden mal wirklich viele Veranstaltungen. Das ist genau vor dem Objekt hier. Sehe ich einige Bilder. Und hier sieht man noch Schlüssel. Vertrocknete Pflanzen. Ja. Warum stehen manchmal Pflanzen, die noch so aussehen, als wenn sie blühen? Da werde ich auch immer kritisiert für. Ach, ich muss leider pixeln hier. Ich sehe es gerade. Bundesstatistik, monatliche. Aha. Und hier, gelber Brief wieder. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, ob ich das pixeln muss. Es gibt auch Kunstblumen. Ne? An alle. Oh, hier geht noch Strom. Ach du Scheiße. Jahresgrafik. Aktuelles Datum. Ach du Scheiße. Ist hier eine Alarmanlage? Ist hier eine Alarmanlage, Freunde? Krass. Ey, hier sind die Hotelschlüssel. Bitte. Hier. Wer kennt sie noch? Schreibt in die Kommentare rein. Den ersten nenne ich euch. Ganz vorne ist Lenin. Wladimir Iljitsch Lenin. Jetzt seid ihr dran. Aber hier sind noch die... Heftig, ey. Das ist so heftig. Aber dass hier noch Strom geht, verwirrt mich ein wenig. Okay. Von da hinten sind wir gekommen. Hier ist auch noch alles drin, ne? Das war hier Personalabteilung, ist ja auch klar. Hier hatten die Gäste nichts, obwohl da hinten Hotelzimmer waren, ne? Okay, wir kommen ja, wir haben ja schon gesehen. Gut, Heizraum, hier auch noch alles, Küchenbedarf. Krass. So, jetzt mache ich mal Licht aus, weil, ich mache mal Licht an. Wir zeigen die spektakulären Dinge mal zum Schluss, ne? Hier ist noch eine kleine Spülküche. Da ist meine Begleitung, ich muss mal kurz... Ja genau, hier blende ich doch wieder ein. Er kommt heute auch gar nicht klar hier. In Blau. Ich muss mal kurz. Und? Ist schön? Ist sehr schön. Ist nett? Ist sehr nett. Ist geil, ne?
Alter Schwede. Ich habe schon gedacht, du wärst schon nach oben verschwunden. Nein. Ich habe hier erstmal zu tun. Okay. Jetzt weiß ich auch, was du mit Glasfront und alles meinen. Das ist ja. Da ist ja nichts. Bis jetzt ist noch nicht, ne? Nein. Andere Seite würde ich verstehen. Okay, Freunde, weiter geht's. Ja. Shaker. Barbedarf. Alles noch hier. Die Thermoskanne noch vorhanden. Teller. Was brauchen Sie, um glücklich zu sein und sich wohlzufühlen hier, um eine Nacht zu verbringen? Overnight. Das wäre mal eine Location. Oh, Entschuldigung. Nein, Freunde, braucht ihr nicht drauf spekulieren. Jetzt höre ich schon wieder knacken. Wenn ich alleine wäre, wäre schon wieder ein bisschen komisch. Wieso steht hier ein Stuhl vor? Das ist doch schon wieder ein bisschen. Ach, guck mal, hier wäre ein Schlüssel. Man könnte die Tür auch abschließen. Oh. Hier ist auch noch alles drin. Kann hier nicht so mit Licht arbeiten? Nur so ein bisschen. Hier, guck mal. Putzlappen. Ich habe mich gerade umgedreht, ob der Stromzähler hier läuft, aber der läuft nicht. Hauptschalter ist aber an. Nicht wieder meckern, dass es zu dunkel ist, Freunde. Ab und zu muss man auch mal ohne Licht arbeiten. Ne? Oh, aber hier, guck mal, hier sieht man doch schon, wie lange das verlassen ist. Ne? Spinnweben dort oben hängen hier runter. Dort oben ist Schimmel an den Wänden, die Tapeten kommen runter. Hier haben wir überall Schwarzschimmel. Da, wenn man. Und Mücken, merke ich gerade. Ja, auch nochmal Tafeltücher, achso, das waren die Tischdecken. Und hier hat jemand seine Jacke vergessen. Krass, wenn man das jetzt so sieht, ne? Wenn man weiß, man kennt das Objekt, ja. Hier ist wieder was mit Kindern, was ich so wieder ein bisschen seltsam finde. Wenn du das jetzt siehst, ne? Du hast hier gearbeitet. Wie ist noch Fass? Ist das noch voll? Nee, das ist leer. Und dann sieht man so seine Jacke hängen, ne? Dann sagt nochmal bestimmt vorm Fernseher, bring doch mal einfach mal mit. Nee, das macht man nicht. Wartet mal, Freunde. Die Mücke hat mich so gepiesackt eben. Ach, hier war das Büro. Okay. Hier war ein kleiner Ausschank. Weil wir kommen gleich mal zum Prunkstück. Das finde ich spektakulär, was da hinten steht. So, hier auch wieder alles vorhanden. Ach so, man konnte von links und von rechts sich bedienen. Das ist natürlich auch genial. Weil hier nur ein Raum. Und hier, was sind das? Sind das Bräter? Nee, Spülen, ne? Das sind, oh, hier waren ja richtig feste dann, ne? Ja, wenn ich den Saal sehe, Freunde, wo wir jetzt gleich hinkommen, dann wundert mich das nicht, dass das so groß ist. Wo komme ich denn nicht, Freunde? Ich muss doch einfach nur, er kommt schon wieder nicht klar hier. So, hier wurde sich noch ein Likörchen eingegossen, aber schon etwas länger her, weil hier ist es ganz schön schimmelig. So, ich versuche mal hier nicht so mit Licht zu arbeiten. Also muss ich von der anderen Seite den Tresen füllen, weil Gegenlicht füllen ist nicht so. Guckt euch das mal. Ist das heftig, Freunde? Ist das heftig? Hier noch die alte Disco-Beleuchtung, nenne ich sie mal. Noch nicht mal LED, ne? Ist das noch Halogen oder was? Ja. Das ist ja krass. Hier war dann die Tanzfläche. Ach so. Das ist ja doll, ey. Und was liegt hier? Was ergibt das für einen Sinn? Spielekarten, Formel 1 Autos, alles schön fein säuberlich hingelegt und sortiert. Das finde ich ganz schön komisch. Also nicht irgendwie, ach, auch normale Autos hier, ne? Ey, das erinnert mich echt an meine Jugend, ne? Hier ist Suzuki Swift Cabrio, ist auch ganz selten, oder? Ferrari, liegt neben Ferrari mal übrigens. Und jetzt guckt euch mal. Geil, oder? Tresen. Ein riesengroßer Tresen. Wir gehen gleich nach hinten. Ich wollte euch bloß von hier zeigen, damit wir mit dem Licht arbeiten können. Und dort, die Tür dort, die konnte man auch noch öffnen. Heftig, Freunde. Das ist so heftig, ey. Aber wir sind noch nicht da, wo ich hin will. Versteht ihr? Übrigens, es ist spät am Abend und wir haben immer noch 28 Grad, Freunde. 28 Grad. Billardtisch. Ach so.
so, hier wurde ja was von Fitnessraum und sowas alles erzählt, ne? Oder haben wir ja gesehen. Hier die ganze Musikanlage, der Verstärker und so. Und diese Radiowecker waren noch 90er, 2000, oder? Das ist so heftig, ey. Dass hier noch alles steht. Guckt mal, die Gläser. Ne? Staubig ist es. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Hier sind auf alle Fälle auch Spinnenweben. Aber hier fein säuberlich. Guckt mal, wie hingelegt dort oben. Also nicht wie hingelegt, sondern wie sie es hingelegt haben. Das ist unglaublich. Und hier auch noch alles drin? Ich will immer nicht... Ja, natürlich. Natürlich. Hier kann ich jede Schranktür aufmachen. Hier ist noch überall was drin. Kühlschranktest. Ist leer. Da hängen Gläser drin. Oder was war das? Ja, hier. Ach, für diese Kräuter oder so hier, ne? Jägermeister, die wurden doch auf Eisgläsern, also in Anführungszeichen Eisgläsern. Ich trinke ja keinen Alkohol, ich weiß es nicht. Ihr könnt es gerne mal, ihr könnt mich gerne berichtigen. Wo hängt da mein Mikrofon heute? Ich hoffe, man versteht mich so ein bisschen. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht sehen, ne? Ihr könnt mir erzählen, ich habe keine Ahnung von Alkohol hier. Wirklich jetzt. Boah, es ist spektakulär hier. Schönes Objekt. Und hier auch wieder, ne? Falls man uns das immer nicht glaubt, hier die Kaffeemaschine, das muss doch mal viel Geld gekostet haben. Früher. Jetzt ist es natürlich höchstwahrscheinlich nichts mehr. Hier sind nur Kekse drin und alles? Nee. Ach, das sind essbare Likörbecher. Aus Schokolade. 12 Stück Schokobecher. Worcester Soße. Caro Landcafé. Hier werden ja Erinnerungen wach. Und hier, Freunde, ne? Wer es mir immer nicht glaubt, das ist ja krass hier. Achso, bevor wir da wieder vorbeirennen, das sieht hier aus wie das Getränk. Oh, hier, Freunde, hier können wir uns noch bedienen. Guckt es euch an. Halt, oh. Immer aufpassen, ob ihr die Tür noch aufmachen könnt, ne? Bevor ihr hier, hier können wir mal ruhig ein bisschen heller machen. Mühlinger Torgau, Kerner, Bio. Also Bio ist schon wieder alle. Am Bio haben sie sich schon wieder, hier machen wir nochmal einen Geschmackstest, oder? Jeder macht im Lost Place einen Geschmackstest. Hier gehe ich näher hin. Komm, mitgehangen, mitgefangen. sieht das Gesicht. Ich wollte euch doch noch mit euch noch den Test machen. Habe ich nicht was anderes nehmen? Cola, was ich gerne trinke oder so? Schweppes. Schweppes? Da vorne ist Schweppes noch. Wo? Hier unten auf dem Boden. Hier? Ja. Ah ja. Wir gucken, ob das abgelaufen ist. Uah. Oh, Gott, nee. Das ist offen. Das hat man schon probiert. So, abgelaufen. Wo sieht man das hier? Mehrweg? Ach, hier. Am 25.06. Na? Kann das die Kamera einfangen? 25.06.2013? Ach, da, da. Sieht man das oder sieht man das nicht? Doch, sieht man. 2013, ne? Mm. Guck mal, wie vorbereitet. Soll ich es wirklich machen? Ja. 2013 als 2015. Oh, Freunde. Wirklich? Mach. Ja, mach. Nimmst du auch einen Schluck? Nein. Ich will noch ein paar Tage hier bleiben. Okay. Prost. Achso, das Tonic, ne? Mhm. Das schmeckt ganz normal, jetzt mal ohne Quatsch. Ja. Also wirklich, ihr könnt sehen, ich trinke den Schluck. Aber Tonic ist auch sowas von widerlich, kann ja, das sein? Richtig eklig. Oh, Entschuldigung. Aber es ist 2015 oder 2013 abgelaufen und... Oh, aber es ist... Nee, danke. Ich hab's gemacht für euch. Jetzt habe ich es auch mal durch. Tschüss. Ich bin gespannt. Hier ein Schachspiel. Könnt ihr Schach spielen? Also ich kann Schach spielen. Jetzt mal ohne Quatsch. Nicht gut. Na gut, wenn hier außen jetzt eine lang geht, ne? Ups, nicht so viel Außenaufnahmen zeigen. Oh, wie riesig das hier auch ist, ne? Ja, wenn hier jetzt außen eine lang geht, gut, dann haben sie mich. Und hier auch der Boden. Schon hochgekommen, dreckig, wie man sehen kann. Ja. Also braucht mir nicht erklären, dass das hier nicht lost ist. Ah, hier nochmal eine Toilette. Geht hier noch das Wasser? Oh, die Spinnenweben hier, ne? Wasser wurde abgestellt, aber der Strom lief noch. Hier hängen sogar noch die Tücher zum Abtrocknen. Hier hat man ein paar Stühle hingestellt. Und hier kippt gerade ein runter. Oh, das
Das war knapp. Freundchen, reiß dich zusammen. Hello, friends. Ja, Toiletten. Brauche ich euch nicht zeigen. Das, was alle sehen wollen, womit wir begonnen haben. Wir waren am Überlegen, oder ich war am Überlegen mit einem Freund. Es gibt Diamanten bis Toilettenpapier. Wirklich, also Diamant nachgemacht, ne? Nein, bitte nicht. So. Heftig, der große Raum, ne? Heftig, der große Raum. Hier geht's weiter. Okay, hier hat man schon ein bisschen gerückt und gestellt. Okay, da hat man eine Tür schon aus den Angeln gehoben. Warum auch immer. Und hier sieht's ein bisschen verwüstet aus. Ah ja. Okay. Hier hat man was gesucht. Und aufgebrochen? Ja, auf alle Fälle gehebelt, ne? Freunde, warum macht das? Wenn ihr schon hier drin seid, genießt doch einfach die anderen Räume, die ihr habt. Hier laut der Videokassetten Alarmstufe Rot 2, Alarmstufe Rot 1. Gott, das kennt man heute gar nicht mehr, ne? Kennen bestimmt noch, aber auf alle Fälle keine unanständigen Videos. Heftig, Freunde. Heftig, ey. Gut, nicht ganz so spektakulär, ne? Oh, der Spiegel, ne? Wunderschön. Oh, der Boden ist aber auch fällig. Was ist denn hier passiert? Kann ich euch das zeigen? Krass. Und überall hier, man hat sich hier zwischendurch noch einen gegönnt, oder? Heftige Location. Schöner Spiegel übrigens. Gefällt mir gut. Also nicht, dass ich mir ins Zimmer hängen würde oder in die Wohnung, aber auf dem Lost Place finde ich den richtig cool. Ja, guck mal, dort sind die Billardkös. Okay, hier ist ganz schön stockig. Er muss doch auch bald mal. Ach, hier sind wir in der Randa. Ach, wo sind wir denn hier? Krass. Freunde, das ist ja auch toll. Oh, guckt euch mal die fetten Spinnenweben an. Wie lange ist denn hier nichts mehr passiert? Kann man das so sehen auf Kamera? Alter Schwede. Die hängen hier bis Kopfhöhe runter. Hier. Und wie fett. Ja, okay. Werkstatt vom Hausmeister. Werkzeug natürlich alles rausgenommen schon. Ne? Der Metabo-Schrauber wird sicherlich nicht mehr drin sein. Ne, der ist leer, der Koffer. Das spüre ich schon. Mensch, glaubt mir wieder keiner nachher. Ja, das gute Werkzeug hat man hier schon entweder frühzeitig mitgenommen, noch gerettet. Pff, oh, jetzt bin ich in so ein... Oh, alter Schwede. Puh. Das ist ja heftig von Spinnen. So ein Spinnenweben habe ich ja noch nie gesehen. So ein Spinnenwebenteppich. Das ist ja unglaublich. Ja, hier war eine Art Garage. Wir nehmen hier alles mit, ne? Haben ist besser... Haben ist besser als brauchen. So. Hier wurden noch ein paar Stühle gelagert. Guck mal hier zu Deko-Zwecken. Aber warum hier? Oh, die Lampe, ne? So ein uriges Gasthaus. Krass. Und guck mal hier die Wagenräder, ne? Auch sehr schön. Auch sehr schön. Das Urige hat was. Mensch, ich wollte euch doch das... Kommen wir da heute noch hin? Bestimmt. Also dranbleiben lohnt sich wirklich. Das ist wirklich... Guck mal hier. Wildschweinfell. Spinte. Okay, hier habe ich mich mal vertan. Ne? Das ist Erich Honecker, nicht der letzte SED-Staatsratsvorsitzende der DDR. Also nicht der letzte Staatsratsvorsitzende der DDR. Sagen wir mal, der letzte Staatsratsvorsitzende der funktionierenden DDR. Also das ist Erich Honecker. Klugscheißer, mag hier keiner. Habe ich ja letztes Mal auch falsch gesagt. So, ja, Lager hier nicht so interessant. Das habe ich bei den anderen Videos gar nicht gesehen. Aber ich zeige es trotzdem. Die ganzen Thomson-Fernseher. Was haben die mal für eine Bewandtnis gehabt? Sind das Überwachungsbildschirme gewesen oder sind die in den Hotelzimmern gewesen? Krass, ne? Und hier auch noch jede Menge Leergut. Sicherlich zu Zeiten, als es noch kein Pfand gab. Heftig, Freunde. Okay, die ausgemusterten Bratpfannen, die ausgemusterte Kühlzelle. Okay, Freunde, auf geht's. Erstmal meine
Ja, ich muss sie leider Urbex-Begleitung nennen, weil auch nicht beim Namen, das wollen wir nicht. Und gehört aber zum Team J&P Explorations, das kann ich euch verraten. Nimmt mir einen Haufen Arbeit ab in einer gewissen Sache. Jetzt muss ich sie aber erstmal suchen, bevor wir hochgehen. Der Boden wellig. Ja, kommt, wir nehmen alles mit, Freunde. Okay, Damentoiletten. Ne? Damen- oder Herrentoiletten haben wir vorhin auch gesehen. Ja, brauche ich euch nicht zeigen. Ne? Volle Toilettenpapierrollen hängen da noch. Ey. Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum man hier immer so eine künstliche Spannung aufgebaut hat, wenn man hier durchgegangen ist in den anderen Videos, weil das die Gefahr, dass die Gefahr besteht, dass hier einer kommt. Das kann nur dann entweder andere Urbexer oder ja, der Besitzer wird hier nicht lang gehen, der wird vorne durch die Haupttür gehen und gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Oder, naja gut, okay, vielleicht erzähle ich doch ein bisschen Blödsinn, die Fenster mal rundherum gucken, aber das würde ich von innen dann machen. Ne? Oder wir gehen einfach mal ins nächste Stockwerk. Ich rufe sie mal an. Ich frage mal, ob sie schon alleine hochgegangen ist. Ach, ich habe Nachrichten reingekriegt, wieso höre ich das denn nicht? Jetzt, ich habe jemanden angerufen, der schon hier war oder die schon hier war und wegen dem Eingang gefragt, der leider nicht mehr vorhanden ist und hat gerade gefragt, ob ich drin bin und alles gut ist. So, jetzt muss ich mal kurz. Wo sich dann der zweite Teil von J&P Explorations aufhält? Haben wir keinen Empfang? Das ist ja geil. Ah, sehr geil, wir haben keinen Empfang, okay. Das ist ja wieder lustig. Mit Jeff habe ich das Handy vergessen. Jetzt haben wir dran gedacht. Jetzt haben wir keinen Empfang. Okay, ich würde sagen, die untere Etage haben wir durch. Dass hier die Hotelzimmer noch hängen oder die Zimmerschlüssel hier noch hängen, ne? Finde ich richtig cool. So, Kamera ist gleich wieder on point. So. Okay, aber das Fitnessstudio würde doch, wenn dann, im Keller sein, ne? Nicht oben oder so, das würde mich ja echt wundern. Gut, gehen wir nach oben. Ach, hier ist die riesenfette Kühlzelle. Zimmer, ne? Aber Zimmer. Oh, pf, wie riecht es denn hier? Alter Schwede. Es sind auch sehr großzügige und geräumige Zimmer, ne? Wahnsinn, ey. Guckt euch das mal bitte an. Wie heftig groß das ist hier. Natürlich für Rollis, ne? Für Rollstuhlfahrer. Krass, ey. Aber ich möchte mit euch, ich brauche nicht in jedes Zimmer mit euch gehen, weil das ja gleich ist, zum spektakulären Teil kommen, bevor wir hier erwischt werden. Weil andere Seite ist ein bisschen anders. Wo ist denn hier der Treppenaufgang? Hier, auch noch. Hier liegt noch, die Tischdecken liegen hier noch drin. Überbelichtet wurde sich ab und zu mal. Nicht beschwert, sondern dankenderweise darauf hingewiesen. Ja, das lese ich mir natürlich alles durch und nehme mir das auch sehr zu Herzen und versuche mal darauf zu achten. Ah, jetzt kommen wir hier oben, brauchen wir nicht mit so viel Licht arbeiten, weil wir noch herrlichen Sonnenschein haben. Oha, hier sind Doppelstockbetten. Okay. Krass. Oh. Und da hinten kommt der spektakuläre Teil. Das ist so heftig, Freunde. Ich hoffe, ich kann das auf Kamera rüberbringen. Aber ihr kennt mich. Wir gehen natürlich erst, damit ihr auch bis zum Schluss dran bleibt. Gucken. Hier können wir echt einen schönen Overnight machen, ne? Jetzt mal erstmal ohne Quatsch jetzt hier, ne? Also lasst euch nichts einreden. Aber hier hat man ja auch, ey, oh, ach du grüne Leune. Unten war ein Hotelzimmer. Und hier oben, wo kann ich mit Licht arbeiten? Ach, da ist sie. Da ist sie. Ich habe es nämlich knacken hören und sie ist gerade hinten die Treppen hochgegangen. So, ich glaube, hier kann ich ein bisschen mit Licht arbeiten. Aber brauche ich auch gar nicht, ne? Ich filme einfach mal mit dem Licht. Alter Schwede, das ist ja ein großes Zimmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber Riesenbetten. Nicht hier irgendwie Kindergröße oder so. Versteht ihr? Krass. Hier brauche ich aber auch nicht in jedes Zimmer mit euch komplett hier eine kleine Waschzelle noch.
Schrank wird natürlich nichts drin sein, weil das ja auch normal, ne? Ja, okay, jetzt brauchen wir den Film auch nicht künstlich in die Länge ziehen, weil hier hat man die ganzen Betten, die Zimmer sehen alle gleich aus, ne? Da brauche ich euch jetzt hier nicht hier in jedes einzelne Zimmer hineinführen. Ich mache jetzt mal kurz auf mich, weil die Dame des Hauses ist hier irgendwo, da ist sie. Ja, die, wie gesagt, die Zimmer hier, das ist, ich würde mal sagen, das sieht wieder aus wie ein Motel. Unten sah es aus wie ein Hotel, sind alle gleich. Ne, ihr könnt ja mal kurz reingucken hier. Da brauche ich euch nicht mit euch reingehen. Aber krass, ey, dieses Feeling. Und wie schön angenehm kühl das hier drin ist. Ne? Wir haben ja schon die Befürchtung gehabt, dass wir hier frieren. So, die Dame des Hauses, habe ich gesagt, ist auch schon hier. Und? Warst du schon beim spektakulären Teil, ja? Ohne mich? Ja, da müssen wir den Fotos machen. Sie flüstert, sie möchte nicht ins Fernsehen. Ich habe unten gesehen, dass Strom ist. Aber Alarmanlage oder so ist nicht? Nee. Nee, das ist knapp auch zum Drücken. Weil Strom wollte ich zum Schluss testen, falls wir es nicht wieder vergessen. Hast du schon gemacht? Nee, das war an. Die eine Seite. Licht ist an? Die Seite nicht, die Seite ja. Hier vorne nicht. Und da gehst du alleine hin? Das habe ich nicht gleich gesehen, ich bin frisch. Guck mich mal an, ich Schissbüchs. Und sie rennt hier allein. Ich habe dich gesucht und... Wie? Ich höre deine Stimme, dadurch war ich ruhig. Ich habe die ganze Zeit deine Stimme gehört. Aber wir haben hier keinen Empfang, ich habe versucht dich anzurufen. Echt? Ja. Ja, wir laufen uns ja hier nicht, oder? Geht's noch höher? Ja, da vorne. Okay. Da war ich auch noch. So, hier kommen wir auch wieder zu einem... sehr spektakulären Ort, wenn sich die Kamera mal drehen würde. Spektakulären Ort. Aber hier so diese Mehrzweck-Duschen, ne? Das deutet hier richtig so ein bisschen auf, natürlich nicht Ost hin, purer Osten. Das wurde natürlich zur Wende noch nachgenutzt, ne? Aber, ja, hier ist aber, das Schöne daran ist, hier ist wirklich nichts kaputt gehauen, ne? Wirklich wunderbar, nur schöner Verfall. Und hier auch im Grünen. Ne? Herrlich, Freunde. Ist das ein Anblick? Das ist mal ein schöner Lost Place. Herrlich. Wo nichts zerstört, randaliert oder kaputtgeschlagen ist. Oder ist ja das Gleiche. Kein Graffiti. Vielleicht das eine oder andere gestohlen. Ach, ich war hier bei den Damen. Hier, du bist wieder verkehrt gewesen. Aber... hier steht sogar noch die Seife, ne, wenn man sich das so vorstellt. Ich möchte gerne mal rauskriegen. Hier habt ihr, da habt ihr. Da habt ihr den Endgegner. Ich möchte gerne mal rauskriegen. Da spreche ich euch mal mit euch mal hier von Angesicht zu Angesicht, wann das hier verlassen worden ist. Ach nee, ich muss ja da reingucken. Wann wurde es denn hier verlassen? Das möchte ich gerne mal rauskriegen. Geht der noch hier? Anschalten. Das mache ich jetzt nicht, der macht zu viel Krach. Aber dass hier noch Strom funktioniert, ne? Das finde ich spektakulär. So, Freunde. Bevor ich mit euch jetzt hier zu diesem Teil hinkomme, wo ich mit euch hin wollte und euch das zeigen wollte, weil das so riesen geil ist. Ich glaube, ich werde doch einfach mal meinen Mund halten. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Mache ich jetzt eine Ansprache hier und halte meinen Mund und gehe einfach mit euch rein. Er ist auch lecker. Er ist wieder so geil. Er ist happy. Ihr merkt es, ne? Er ist wieder voll in seinem Element. Und auf geht's, Freunde. Musik und let's go. Ist ja der Wahnsinn, Freunde. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Alter Schwede. Also dieser Kontrast, ne? Hier riesen Sofa, riesen Big Fett Sessel und dann ja, der enttäuschende Fernseher. Entschuldigt, den musste ich mal wieder ein bisschen husten.
Kassetten. Markus Abenteuerchen. Marco. Das muss ich mal fotografieren. Das muss ich gleich mal Marco schicken. Marco, Kimmys Papa, hat mir nämlich geschrieben. Hoffentlich habe ich hier oben Empfang. Huch, drei Wein richtig ausfahren. Mister. Ja, moin. Wo sind wir? Marco. Marco, pass mal auf. Ich bin hier in einem Lost Place. Könnt ihr mich gut verstehen? Wir haben hier schlechten Empfang. Ja. Und ich wollte dir was zeigen, was ich hier gefunden habe. Kann man das lesen? Was? Markus Abenteuerliche Reise? Ja. Da musste ich so an dich denken gerade. Das ist schön. Machen wir beide noch zusammen die Abenteuerliche Reise? Die machen wir beide noch zusammen. Du, ihr seid jetzt mit dem Video drin. Ist das okay, wenn ich das drinnen lasse? Ja, natürlich. Ja? Du siehst blendend aus, perfekt wie immer. So, dann lasst es euch schmecken. Liebe Grüße an alle, ja? Ja, okay. Tschüss, Kimi. Ja. Tschüss, Nicole. Tschüss, Marco. Ciao. Ciao. Krass, Freunde. Es ist so heftig, ne? Okay, weiter geht's. So. Ach, wir müssen noch nach unten, glaube ich, ne? Weil unten waren auch noch mehr Malereien. Jetzt will ich mal kurz raus, weil die essen hier, waren Einzelzimmer. Die essen schön beim Griechen. Und wir müssen hier hungern. Hier liegt überall noch Toilettenpapier. Ja, Hotelzimmer an Grobe. Oha. Ein Tagungsraum. Oh, mit Diaprojektor noch und allen drum und dran. Das ist ja krass hier. Heftig. Okay. Aber hier kannst du wirklich mal pennen drin. Ganz ehrlich, ey. Hier hast du so viele Möglichkeiten und auch noch schöne Möglichkeiten. Das wäre mal wirklich. Aber nein. Ich sag das immer wieder. Hier noch ein Polylux. Nein, Freunde. Kontaktinformationen, Verkauf. Okay. Hier wurde ein bisschen geschult. Ja, hier kommen wir auch zu den normalen Hotelzimmern, ne? Ohne Doppelstockbetten. Die Handtücher, ne? Das ist doch unglaublich, oder was? Hier liegen noch die Tiere. Also. Das ist toll. Hier die Zahnputzbecher noch eingepackt. Einmalbecher. Ne? Nichts kaputt, Freunde. Kein Vandalismus. Alles noch vorhanden. Wieso liegt hier die Batterie? Ist die vom Radio weg? Ja? Guck mal, die Betten sind noch frisch gemacht. Ey, das ist ja heftig. Hier, guck mal, das sieht doch so aus, als wenn hier das kein Lost Place ist, wenn du hier reinkommst, oder? Liebe Freunde? Die Zimmer sind bezugsfertig. Aber diese Radiowecker, die hat man doch nicht mehr in den 2000er oder 2010er hingestellt, oder? Freunde, das muss doch so 2010 verlassen. Aber so sieht das hier nicht aus. So sieht das hier wirklich nicht aus. Guck dir mal, das ist alles hier. Hier liegen die Handtücher noch. Hier ist alles noch. Die Dusche auch noch mal geputzt für die nächsten Gäste. Blitzeblank der Papierkorb. Und die Toiletten, ach, da sind noch Toilettenrollen drin ohne Ende. Also das ist ja unglaublich hier. Krass, ey. Ja, hier auch wieder, ich brauche bestimmt nicht in jedes einzelne Hotelzimmer mit euch. Oha, ah hier ist die feuchte Seite wieder. Und hier sieht das Zimmer auch ein bisschen anders aus. Okay. Oha, hier ist irgendwas passiert. Bloß was? Hier schon durchgeregnet? Wirklich ist doch besser, ne? Oh, hier riecht es doch stark nach Schimmel. Hier erkennt man wieder, dass es ein Lost Place ist, ne?
feucht, Schimmel. Och, guck mal. Ist das eine Hochzeits... Flitterwochen oder so? Ist das geil. Wenn man sich mal so vorstellt, ne? Ich stelle jetzt, wir fehlen nur noch die Rosenblätter hier. Ja, ich lege die Karte wieder zurück. Da steht bloß der Name drauf, deswegen habe ich nicht gezeigt. Fehlen bloß noch die Rosenblätter auf dem Bett. Aha. Oh ja, hier ist auch schon... Oh, meine Fresse! Bist du deppert? Hab ich mich erschrocken? Ey, Freunde, bleib mal so hocken, bitte. Bleib mal so hocken. Da. Weiß nicht. Kann man, Moment, bleib mal so hocken. Ich hab mich so erschrocken, weil im Flur, ich denke, was sitzt denn da? Oh nein, ey. Boah. Okay, jetzt bin ich wieder wach. Okay. Ja, wie gesagt, die Hotelzimmer, die Toiletten gleichen alle. Da brauche ich euch nicht mit quälen. Ich mache mal den Ich-Modus an, weil jetzt muss ich erstmal die Dame erstmal ein paar auf dem... Ja, weißt du, wie ich mich erschrocken habe eben? Ja, als wenn da wie in so einem Horrorfilm sah das aus. So hockendes Mädchen wartet und... Wah, weißt du, ja, ich habe mich so erschrocken eben. So, Freunde. Aber hier ist ganz schön vermodert, muss ich sagen. Ja. Und hier sieht man auch den Verfall deutlich. Warst du schon unten? Na, unten bei den Malereien? Da warst du schon? Da gehen wir später zusammen. Ja, jetzt, ne? Ich glaube, ich bin ja hier durch, ne? Die Zimmer brauche ich hier nicht allen zeigen. Das ist. Ja, die sind identisch. Ich muss mich noch einen Pseudonymnamen einfallen lassen für meine Urbex-Begleitung. Ich habe auch einen Mückenstich im Fuß, merke ich gerade. Weil sonst kann er nicht mehr sagen, meine Urbex-Begleitung. Der Kontrast passt gar nicht, ne? Diese Couch, diese großen Sofas und dann der kleine Fernseher. Oh, krass, Alter. Wie schön ist das bitte? Und wenn jetzt hier einer kommt, dann habe ich Arschkarte. Ach, hier sind Bewegungsmelder. Hier sind Bewegungsmelder. Das meinst du? Ja. Wo ist denn hier der Bewegungsmelder? Doch, hier, jetzt ging Licht. Ach, da ist der Bewegungsmelder. Aber Alarm löst er nicht aus, oder? Ich weiß in einem Video, die mussten sich doch hier verstecken. Die sind doch auch hier durch. Weißt du? Vielleicht löst auch gleichzeitig Alarm aus. Stillen. Ach, hier sind wir. Bitte? Ja, aber ich meine, hier ist Mensch. Der Essenssaal ist hier. Ja. Ich meine, wenn jetzt einer kommt, habe ich Pech, ne? Okay. Oh, eine Mücke hat mich im Fuß gestochen. Ja, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt guckt man selbst nochmal. Ich find's mega schön. Ja, stand immer auf meiner Wunschliste. Endlich geschafft. Ich glaube, mit diesem spektakulären Bild möchte ich mich bei euch verabschieden. Schreibt mal in die Kommentare unten rein, wie ihr das Objekt fandet. Ich finde es sehr schön, dass hier noch alles heil geblieben ist, dass hier kein Vandalismus stattgefunden hat. Draußen ist noch Terrasse und Platz und so kann ich euch gar nicht alles zeigen, weil Außenaufnahmen sind wieder gefährlich für dieses Objekt. Ja, Gänsehautmoment wieder für mich, Wunsch erfüllt. Ein weiteres Häkchen auf meiner Liste. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das kleine, feine Video auch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Jirka.
So, Freunde, da hatte ich schon die Abmoderation gemacht und wir hatten auch noch was vergessen. Ich wollte mit euch noch den Stromtest machen. Ich habe jetzt dran gedacht. Ich habe mich in so einen kleinen Raum verkrochen. Wir haben unten ja schon gesehen, dass Bewegungsmelder gehen mit Licht an. Das kann natürlich zu Vorsichtsmaßnahmen sein. Aber hier bin ich wirklich in einem Trakt, der schon, wie ihr auch sehen könnt, richtig schön vergammelt, verschimmelt, runtergekommen ist. Und wir machen natürlich hier den Stromtest. Und ihr werdet überrascht sein. Hier geht noch der Strom. Das nochmal als Nachtrag oder zwischendurch oder hinten dran oder vorne weg, ich weiß es noch nicht. Ich wollte euch das nicht schuldig sein.